Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12. Wir sind letztes Mal stehen geblieben in Balfornheim und ich habe seitdem auch nichts mehr groß gemacht. Mit dem Vorsatz, uns an irgendeinem komischen anderen Ort aufzumachen, Giro Vegan, whatever. Aber das war nicht unser Vorsatz. Unser Vorsatz war, die Mobs dieser Welt haben viel zu lange ein furchtloses Leben gelebt. Und daran ändern wir jetzt was. Und weil wir auf dem Weg gleich noch das Nützliche mit dem Nötigen verbinden können, machen wir das mit der Luftschifflinie. Wir fliegen also mit den... Wir schauen erstmal, was wir überhaupt alles haben. Wir legen gleich los. Oh nein, Monster. Oh. Okay, gut. Das ist so dramatisch. Drohnen, die wir bei Dings... bei Sid gesehen haben. Bla bla bla. Und Sid persönlich. Gattung, wahnsinniger Wissenschaftler, auch nicht schlecht. So, und die Mobliste. Oh mein Gott. Jo, das wird eine Weile dauern, bis wir damit durch sind. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Einfach, weil irgendwo müssen wir anfangen. Rabanastra, Rabanastra. Rabanastra. Ja gut, wir machen zuerst Rabanastra. Fliegen dahin. Das klingt nach einem Plan. Also, wir fangen mit dem Schleim an. Das heißt natürlich, andere Mobs, die auch in Rabanastra sind, nehmen wir natürlich gleich mit. Aber, ja. Außerdem hat der Schleim mit dem Schleusenschlüssel, den wir da vermutlich dann bekommen, und dementsprechend dem Rätsel, das wir damit dann lösen können, hoffentlich, einen vergrößerten Belohnungspool. Wie gesagt, alles nur hoffentlich. Was uns dabei helfen wird, stärker zu werden und oder an die ganzen Zauber, die hier noch auf uns warten, ranzukommen. Ich glaube, mindestens 40.000 Gil können wir da brauchen. Für die Zauber der ganzen Gar-Stufe. Gerba, Arcades und Nalvina. Also, das heißt, wir haben jetzt insgesamt 4 Städte offen, zu denen wir fliegen können. Von denen Arcades und Balfornheim neu sind. Das heißt, diese 3 Luftlinien hier haben wir noch nicht geflogen. Wir müssen ja alle fliegen wegen dem Brief an die Schwestern. Die Nalvina Arcades und Bujerba Arcades. Moment, gar nicht nach Rabanastra. Gut. Keine Rabanastra Direktverbindung? Offenbar nicht. Das ist seltsam. Okay. Lass ich mal einfach so stehen. Java, Arcades und Nalvina. Gut, wird eh unglaublich viel hin und her gefliege. Ja gut, okay. Dann also vor den Mobs noch, oh Gott, wir haben kein Geld. Den Gemütlichstandardflug. Oh Gott, wir brauchen Geld. Dringend. Das können wir uns die Fliegerei nicht mehr leisten. Gut, aber da ich jetzt ja nach Bujerba fliege, von Bujerba aus können wir nach... Wir haben ja die Steine. Das heißt, zur allergrößten Not teleportieren wir uns einfach von der Stadt, wo wir gerade gestrandet sind, nach Rabanastra. Kümmern uns dort um die Mobs und die geben ja auch immer schön Geld. Außerdem kriegen wir noch Belohnungen von Mont Blanc für den hier und da für einen Boss. Und dann haben wir wieder zumindest ein paar Tausend, was für die Fliegerei reicht. Ja, gut.
Das kennen wir alles inzwischen hier mit Ruheraum und allem. Wir gehen gleich erstmal zum Wichtigen, denn die Chefstewardessen sind ja alle am gleichen Ort irgendwie. Nämlich hier. Da ist auch so ein fieser Bruder hier. Der Chefstewardess den Brief zeigen. Oh, jetzt habe ich doch die Schuhe des Stewardess angesprochen. Fällt mir halt ab. Gut. Okay, ich glaube, wir sollten uns erstmal... Ich glaube, ich skizziere mir jetzt mal ganz kurz, dass ich nicht den Überblick verliere, wo wir überhaupt alle schon lang sind. So, dich wollte ich eigentlich ansprechen. Oh. Wo war ich gerade? Okay. Kreativ der Kleine. Ja. Ein Vertreter. Gut. Ich sollte heute noch nebenbei einen Stift suchen. Hier war doch irgendwo ein... Ah, da. So. Ja, ich bin noch so einer mit Stift und Papier für die Skizzen. Für die Skizzen und Notizen. Voll altmodisch. Da. Irgendwas, was wir verkaufen können. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nicht im geringsten. Oh. Was können wir hier kaufen? Ach du Scheiße. Ach du Heilige, ich brauche Geld. Wieso habe ich... Oh, ach ja, genau. Für den Bosskampf hatte ich ja... Hä? Ach genau. Deswegen. Ja, genau, ich erinnere mich. Kinderkragen, so. Viel besser. Lizenzpunkte. Haben wir alle ausgegeben. Hey, ich bin gut. Also, jetzt umso wichtiger. Aber Nostra, Java. Ich erforsche jetzt nicht jedes Luftschiff ausgiebig. Da gibt es momentan einfach keinen Grund zu. Ich meine, natürlich könnte es sein, dass wir hier irgendwo einen NPC erwischen, der uns mit irgendwas irgendwo hinstickt, nebenquestmäßig wie mit dem Windkompass. Ach, trotzdem dauert das, wird einfach zu lang dauern. So. Rabanastre in beide Richtungen haben wir. Arcanis Rabanastre aber wundert mich nicht, dass es da keine Linie gibt. Balfonheim hat man die drei Städte. Wir fliegen mal nach. Ist das unsere vierte Fluglinie? Gibt es von Nalbina nach Bejerba eine? Werden wir jetzt sehen. So, herzlich willkommen in Bejerba. Wo sind die Flugschalter? Hallo? Ah. Bejerba hat nach Rabanastre, Balfonheim und nach... Alter. Nur Balfonheim und Rabanastre im Moment. So. Das ist deutlich diese Linie nicht. Das ist blöd, weil das heißt, wir haben von hier aus keine vernünftige Rückflugroute. Also keine Rückflugroute, die wir nutzen können. Ich hätte gedacht, dass es von hier aus nach Arcadis gehen würde. Aber da steht so ein... Hm. Gut, andererseits, ja, stimmt. Ondor hat ja jetzt Position bezogen mit dem Widerstand. Dann macht das irgendwo auch Sinn. Halt, nein, stopp. Nein, 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 nein. Pff. Die
Teleportsteine kosten nur 200. Teleportiere ich mich jedoch lieber nach Rabanastra statt 250 für den Dings zu zahlen. Nein, viel klüger. Teleportiere mich nach Valfornheim. Ja, der Flug wäre jetzt etwas günstiger gewesen. 180, juhu, da hätte ich 20 Geld gespart. Ganz ehrlich, so arm bin ich auch nicht. Ach, muss ich wieder bis zum... Und wieder bis zum Flughafen laufen. Ach, ist das blöd. Gut. Das gerade war... Das merken wir uns mal. Ich meine, den Zauber hatten wir ja so schon vermisst. Irgendwie, der fehlt uns. Da war ja irgendwie so eine Lücke in unseren Lizenzen, sag ich mal. War das? Da, genau. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir ihn herkriegen, soweit wir das Geld haben. Abgesehen davon ist MP-Absaugung natürlich auch sehr schön. Da es uns nicht nur ermöglicht, von Gegnern MP abzuziehen, sondern es ermöglicht uns auch, Balfias sich unglaublich schnell wieder aufladenden MP-Pool für unsere Magier-Charaktere zu nutzen, indem sie von ihm MP absaugen. Auch das kann man machen. So. So. Okay, machen wir als nächstes mal den Arcades-Flug. Auch nur 180 Gil, schön günstig. Und so weiter gejagt, noch alle Linien. Ich gehe mal davon aus, dass der Typ da gerade, den wir gerade hatten, der Bruder, einen dynamisch programmierten Text hat und dementsprechend mit seinem, dass wir noch vier Linien haben, recht hatte. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ob, ich habe keine Ahnung, wo es von Arcades aus alles hingeht. Also Rabanastra und Bujerba offenbar nicht. Ich schätze mal noch nach Nalbina. Weil die sind ja untereinander alliiert. Gibt's hier auch Subspirit? Ist der Laden gleich? Ja, sieht so aus. Die sind ja verbündet. Nalbina und Arcades. Allerdings jetzt kann ich mir wie gesagt nicht vorstellen, dass es einen Flug nach Rabanastra gibt. So. Und ein Brief. Holla die Waldfee. Schauen wir doch mal, schauen Sie mal eine an. Oh Mann, die Anne hat echt einen gefährlichen Ruf irgendwie. Die Valfornheim Arcades Linie. Ja. Wie versprochen. Gehen wir gleich ab in die Kabine. Kabine, Kajüte, wie auch immer. Kabine 29 diesmal. So, jetzt sind wir in Arcades. Ich glaube nicht, dass es von Arcades nur nach Valfornheim geht. Da mache ich mir wenig Sorgen. Und da wir von Arcades noch nie irgendwo hingeflogen sind, muss die Linie, die wir jetzt nehmen, definitiv neu für uns sein. Außerdem können wir mal schauen, ob wir vielleicht ins Stadtzentrum kommen in Arcades. Das war ja bisher verschlossen für uns, trotz Schwarzfeder, weil große Aufruhr und so. Vielleicht haben wir da jetzt mehr Möglichkeiten. Ich meine, ich will schon was von meiner Schwarzfeder haben. Oh, mal fix hier die Schalter checken. Was tatsächlich? Rabanastra und Nalbina. Und drei Linien fehlen uns noch. Ja, dann können wir die Sache schon abschließen, denn die drei Linien, die uns noch fehlen, sind Nalbina, Valfornheim und Rabanastra. Sind nach Nalbina, nach Rabanastra und Valfornheim Nalbina. Und diese drei Linien bilden kein Dreieck. Das heißt, wir können das Ganze nicht in einem Schwung abarbeiten. Das ist dann... Was wir aber machen können, ist, wenn wir hier fertig sind, uns nach Valfornheim zu teleportieren. Und dann Valfornheim, Nalbina, Arcades, Rabanastra. Das Ganze so zu Ende zu bringen. So.
Jetzt erstmal die Frage, wie kommen wir ins Stadtzentrum? Das da wäre eine Möglichkeit. Definitiv erstmal das Taxi fragen, denn das Taxi ist eine Möglichkeit, wie wir dorthin kommen können. Und dann schauen, was mit dem Zugang oder so da ist. Ob der uns irgendwo hinführt. Wenn beides nicht hilft, sind wir ja schon direkt am Telekristall und machen mit dem Luftschiff weiter. Es fügt sich alles so gut zusammen gerade, bis auf meinen Schluckauf. Aber den habe ich auch gleich im Griff, so langsam habe ich damit ja Erfahrung. Ich glaube, es gibt kaum eine Session, wo mir nicht irgendwann mal so ein blöder Schluckauf in die Kandare fährt. Naja, was soll's. Steff, der schluckaufgeplagte Let's Player. Das war auch schön. Fast so gut wie ein Stotternder. Fast. So. So. Ach, da ist tatsächlich ein Sockel. Ich dachte gerade, leuchtet da jetzt einfach irgendwo in der Wand ein Licht auf, aber da war noch so ein schwarzes Pünktchen. Haben wir hier auch Infos verteilt? Ich glaube schon. Nase, ey. Pff. Keine Ahnung, die Frau. So. Aha. Jetzt wird's interessant. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass die Schwarzfeder rein optional ist. Vielleicht würde man sie auch an einem späteren Zeitpunkt im Spiel noch brauchen. Dann werden wir hier jetzt wohl nicht so viel haben. Aber vielleicht auch nicht. Und dann haben wir hier jetzt... Wuhu. Ach genau, verwunschener Wald. Okay. Ah, Vogel! Oh Gott. Wo er recht hat. Ja. Okay. Ich habe Hühnerheiratsvermittlung. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Aspite? Was zur Hölle ist eine Aspite? Oh. Toll. Können wir verkaufen. Hi. Ist es nicht toll? Oh Gott. Sind wir jetzt verdächtig? Werden wir wieder eingeknastet? Gott sei Dank nicht, denn wir sind ja rechtmäßige Bürger der Stadt und rechtmäßige Bürger Arcades haben niemals irgendwas Schlimmes vor. Ne. Und so. Zwei Übergänge. Kann nur heißen, das Ganze wird jetzt richtig prunkvoll. Sieht aber echt üppig aus dahin. Gut, ja, irgendwie, weiß nicht. Also so ganz ernst scheint sich das Spiel nicht immer zu nehmen, aber mein gut, soll man. Nicht mit dir. Natürlich. Okay. Klingt, als könnte man da Geld verdienen.
Na danke. Alter, diese ganzen Snobs, das ist schrecklich. Himmelswellen. Okay. Oh, mehr gibt... Was? Mehr ist hier nicht? Mit dir gesprochen? Ach ja, du bist die Spielzeit. Das Interessanteste hier war noch der Jagdring-Patron. Und selbst der war jetzt nicht so gravierend. Ja gut, und der... Und die beiden... Und der Vogel. Bei dem ist wenigstens irgendwas passiert und es hatte... Naja, ich habe den Vogel im Unterviertel dafür ansprechen müssen. Will ich jetzt bis ins Unterviertel zurücklaufen? Also, Altstadt... Irgendwie nicht. Au, hier sind wieder Leute. Oh oh. Nein, nein. Nichts von gehört. Pah. Neue Mode und so. Gott, sind hier viele Leute. Meine Fresse. So viele Leute. Mit so uninteressanten Sachen. Ja, schon. Da, 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 da. Taxiführer, ne? Oh. God damn it. Gut, also im Moment scheint ja noch nicht viel los zu sein. Nicht viel mehr, als was wir schon hatten. Also fahren wir wieder runter. Um die Vögel kümmern wir uns später, würde ich mal sagen. Sondern gehen zum Speicherkristall und teleportieren uns nach Balvernheim. Ja, Balvernheim. Und wenn wir das gemacht haben, sehen wir von da an bis Rubbernasprin nur noch Flughäfen und Luftschiffe. Was gut ist. Pöbel, sprich mich nicht an. Oder so ähnlich macht man das doch hier, oder? So. Ab nach Balvernheim. Ach ja, es ist schön, wenn es mal vorangeht. Auch mit den Nebensachen, meine ich. Ich meine, unsere Quest im Sand, in der Wüste hat sich ja so ein bisschen im Sand verlaufen. Hahaha. Ha, ha. Aber wenigstens hier mit der Luftschiffsache und so kommen wir voran. Und das ist schon was Schönes. Plus, dass wir mit unserer Stufe, denke ich jetzt... Ich denke, mit den Mobs wird das auch einen gehörigen Rutsch vorwärts geben. Schließlich denke ich mal, Level 40 Gegner werden für uns jetzt. Erst recht mit Dubli. Ich glaube, als wir das letzte Mal da waren, hatten wir wirklich noch kein Dubli. Wir waren noch so arme Schlucker. Dürfte das gut vorangehen. Außerdem müssten wir uns jetzt schon... 6000. Na, dann noch. Dann hätte ich. Können nochmal die Preise checken. Ach du Scheiße. Nicht nur der Preis. Auch die MP-Kosten. Heiliger Bimbam. Okay, Schlafgar kann ich mir erstmal sparen. Bangar interessiert mich auch noch nicht so sehr. Aber sollte ich mitnehmen eigentlich. 36, 800? Nee. Doch. Ja, nee. 32, 800? Ja, 50.000 sagen wir. 50.000 und mehr. Oh weia. Da werde ich dafür farmen müssen. Ich sehe schon kommen. Plus, dass uns, glaube ich, auch noch Gambit und dergleichen fehlen. Ja. Also wir werden definitiv... Bitte keine zusätzlichen Accessoires. Bitte keine zusätzlichen Accessoires. Nicht wirklich, nein. Wir werden definitiv, wenn wir im Laufe des nächsten Dungeons... Also ich sag's mal so. Wenn wir auf die Weltkarte gucken, auf die andere Weltkarte, hier. Bis auf
ich irgendwie rauszoomen? Nein. Bis auf vielleicht, hier in Rosaria, wobei da auch nicht wirklich Platz ist. Unsere Karte ist ziemlich voll inzwischen. Und noch eine größere Stadt hier irgendwo unterzubringen, sieht nicht so aus. Ich glaube, die Balvonheim-Waren werden jetzt erstmal für eine ganze Weile top-notch, also die Spitze der Nahrungskette sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel durch Girovegan, durch die Mobs und durch Girovegan durch bin, ich bin hier total falsch, dann kann ich erstmal in Arcades irgendwelche Restgüter und vorher eigentlich noch in Balvonheim die Zauber, die Ausrüstung etc. pp. Kaufen. Ich glaube, Ausrüstung hatten wir sogar, bin mir gerade nicht sicher. Und habe da in etwas investiert, das mich für eine ganze Weile halten wird. Denn ich meine mich zu erinnern, also nein, ich weiß mit ziemlicher Sicherheit, dass zum Beispiel die... der Attackewert ist da vielleicht eine Ausnahme, aber zum Beispiel sowas wie Stärke geht nur bis 100. Also die Werte unten... Ja, man sieht ja, wie viele Stellen möglich sind. Und da, auch wenn ich mich frage, wie Reflexe über 100 aussehen sollen, ich glaube, das ist nur Schönheit. Aber so im Großen und Ganzen gehen die Werte bis 100. Attacke ist vielleicht eine Ausnahme, aber glaube ich auch nicht. Das heißt, wir sind schon ziemlich weit mit unserer Ausrüstung. Es ist nicht so, dass man das Ganze nochmal verdoppeln könnte. In einigen Wikis, wo ich mich einfach hier und da gelesen habe, ich bin so ein Mensch, der gern mal von A nach B nach C nach D und irgendwann bei Z ist, sich durch die Internetseiten liest. Was? Warum sind hier jetzt vier? Oh, was bist du denn für eine? Ach ja, die Strahl war ja von dem Mystausstoß über Wraithwords Grabstätte vom Morgensplitter beschädigt worden. Wohin wollte ich jetzt? Na, Vienna. Links haben wir wieder Geld zum Fliegen. Wo war ich? Ja, ich meine, spätestens nach Girovegan sollten wir reichlich Geld haben. Girovegan klingt für mich wieder nach so Grabruinen, Rätsel, nach so einer Art von Dungeon. Dann haben wir noch die Totenstadt Nabodis. Sollten wir da jemals rein müssen? Kommt die vermutlich, da sind zwischen bestimmt noch ein, zwei Dungeons zwischen. Ja, die. Ihr Co-Pilot heißt Olm. Ich kannte im Internat mal jemanden, den haben wir immer Olm genannt. Gut, ja, komm. Wir nehmen Subspirit mit, weil wir es können, damit wir es los sind und, weil wir auch mit 2000 noch unsere ganzen Flüge und dergleichen hinkriegen. Jetzt haben wir es halt, ne? Außerdem, ich persönlich finde ja, dass meine... Ich kann einfach meine MP-Gleichgewicht dadurch besser erhalten. Kurz mal schauen. Wie teuer ist der Zauber überhaupt? Wo finde ich den Zauber überhaupt? Ah. Ah, da stehen die MP-Kosten nicht. Inventar stehen wir da. Sortieren bitte. Kosten 2, ja, okay. Dann sollte das kein Problem werden. So, nächste Chefstourdes. Sun. Ah, das. Die wurde uns sogar als nächste genannt. Ach, wie praktisch. Oh, ein Brief von Elf. Na, werden die Brüder schon. Nein. Na, werden.